Also ganz herzlich willkommen zu dieser Webinarserie Herzroute. Und wir starten mit dem ersten Teil heute, Herz statt Karriere. Da gucken wir uns an, weshalb ich überzeugt bin, dass Jugendliche heute sehr gut beraten sind, ihrem inneren Kompass zu vertrauen und vielleicht nicht so auf die Karriere zu schielen oder auf einen guten Verdienst zu schielen. Das hat früher Sinn gemacht, heute aus meiner Sicht nicht mehr. Im zweiten Teil gucken wir dann an, was gibt es für, also im zweiten Webinar, was gibt es für eine neue Möglichkeit oder für neue Berufsmöglichkeiten, nämlich gerade das, was Wolfgang vorhin schon gesagt hat, nämlich zu spielen. Wie funktioniert das, wie geht das, wie können wir heute beruflich spielen? Und der dritte Teil ist, wie können wir Jugendliche begleiten bei diesem, in diesem Prozess, weil das ist ein komplett anderes Leben, als wenn wir einfach. Wenn ihr einfach dem Verstand folgen, sag ich mal. Gut, ich starte dann die Präsentation. So. Muss ich da mal kurz gucken. Das sieht irgendwie anders aus, als ich das gewohnt bin. Egal. Könnt ihr, ich gehe mal kurz in den Chat rein, könnt ihr kurz bestätigen, dass ihr, nee, jetzt ist wieder falsch. Man probt alles 15 Mal und wenn ich dann das reif mache, sieht alles ganz anders aus. Gut, ich kann so klicken. Alles gut. Also ich sollte wahrscheinlich jetzt die erste Folie sehen mit dem Titel Herz statt Karriere. Ich gehe mal kurz in den Chat rein und ich sehe da schon mal einen Daumen nach oben. Also das scheint zu funktionieren. Wunderbar. Ihr könnt übrigens mein Foto, wenn euch das im Weg ist, je nach Einstellung, was ihr habt, könnt ihr mit der Maustaste auf mein Videobild gehen und könnt ganz oben rechts dann auf die beiden Pfeile, die gegeneinander zeigen, so diagonal, könnt ihr draufklicken, dann bin ich weg. Dann habt ihr volle Sicht auf die Folie oder was eben darunter liegt. Gut. Jetzt geht es ein bisschen schneller so. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen von Jan Broders. Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview führen können mit Jan Broders. Jan hatte nach der Schule eigentlich keine Ahnung, was er tun sollte. Wie das ganz vielen Jugendlichen geht, gemäß Erhebungen, die Mehrheit der Jugendlichen, die eigentlich keine Ahnung haben, was nach der Schule, was sie tun sollen. Und er hat dann irgendwie hat ihn dann in die Hotelbranche verschlagen und er hat sich dann zum Hotelmanager ausbilden lassen. Und er war extrem erfolgreich. Er kam als junger, dynamischer Jungmanager da in diesem Hotel, machte super Karriere. Er hat es geschafft, in ein Förderprogramm der EU zu kommen für diese Jungtalente im Hotelwesen. Und das schaffen ganz, ganz wenige. Und er hat das geschafft. Also er war der gefeierte Mensch der Stunde und seine Karriere ging senkrecht nach oben. Bis er eines Tages in einer Hotellobby zusammengebrochen ist. Und da lag er am Boden. Und er hat beschrieben im Interview, was er da gefühlt hat, nämlich Erleichterung. Er hatte Schmerzen in der Brust, wusste nicht, ob es ein Herzinfarkt war, er wusste nicht, ob er überleben würde, aber was er in diesem Moment gespürt hat, war Erleichterung. Erleichterung darüber, dass sein Leben, das er geführt hat, vorbei war. Weil das hat er gespürt. Das Leben, das er geführt hat, das war vorbei. Egal, ob er überlebt hat als Mensch oder nicht, aber das was er gemacht hat, das war sicher vorüber. Wir gucken uns später an, wie es wird mit der Geschichte weitergeht. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus dem Intro, ich höre da noch Hintergrundgeräusche, ich muss da glaube ich noch ein bisschen härter reinfahren und euch da ganz stumm schalten, dass da keine Hintergrundgeräusche sind. So. Wunderbar, das hat geklappt. Also, ich zeige euch einen, ich glaube, zweiminütigen Ausschnitt oder anderthalbminütigen Ausschnitt aus dem Interview von Jan Broders. Bevor ich starte,
Ihr müsst das Video aktiv den Ton einschalten. Also ihr habt beim Video unten dran, links habt ihr ein Zeichen, ein Mikrofonzeichen, das ausgeschaltet ist. Ihr könnt das jetzt bitte einstellen. Ich warte ganz, ganz kurz, damit das alle Gelegenheit haben, da kurz drauf zu klicken, sonst hört ihr nämlich nichts und das wäre schade. Gut, ich starte das Video. Da kam irgendwie so eine Erkenntnis, dachte ich, ah, vielleicht ist Erschöpfung sowas wie Pubertät oder Revolution, vielleicht eher der Seele, ne? Erschöpfung und eine Folge Burnout. Es kam für mich zurück, so, sie holt sich da ja irgendwas zurück. Ne? Und mit allen Menschen, die ich spreche, ist es immer wie, okay, ich lebe ein Leben, das eigentlich nicht meins ist. Ich lebe hier was, das bin aber gar nicht ich. Und das kann man mal machen. Man kann beim Abendessen mit den Schwiegereltern nett sein oder so, oder sagen so, ja, ist alles toll und so irgendwie sowas machen. Und auf Dauer geht das aber nicht. Auf Dauer ist es extrem anstrengend. Das führt zur Erschöpfung und dadurch, dass wir uns verstellen, dass wir eine Rolle von anderen einnehmen, ob es jetzt ein Wunsch der Gesellschaft ist oder der Eltern, na, wie auch immer, wir wollen eine Erwartung erfüllen. Vielleicht auch einmal, die wir uns selbst gebaut haben. Also meine Eltern haben mir nie gesagt, oh, geh ins Hotel und werd Manager, sondern das habe ich mir selbst zusammengebraut, einfach durch das, was ich erlebt habe. Schalte ich in dem Moment auch ganz viel von mir aus, was ich eigentlich bin. Ne? So, okay, ich bin eigentlich ganz spontan und kreativ und freudig. Das kann ich aber alles gar nicht sein. Wenn ich diese Rolle erfüllen will, muss ich das alles abschalten. Ne? Diese ganzen Schalter müssen alle aus. Dum, dum, dum. Und irgendwann sind fast alle Schalter aus. Ne? Bin ich einfach nur taub und erfüllt irgendwie andere Punkte und also muss ja zur Erschöpfung führen, ne? Und zur Taubheit, zu nicht mehr fühlen, weil es alles ausmachen muss. Und so geht es im Grunde jedem, mit dem ich spreche. Ja. Gut, ich sehe im Chat, dass das mit dem Ton geklappt hat. Wunderbar, vielen Dank für die Rückmeldung auch. Ich möchte ganz kurz noch was zu mir sagen. Mein Name ist Anders Stöcklin. Ich habe jahrelang an der pädagogischen Hochschule geforscht, was sind denn die Auswirkungen dieses Gesellschaftswandels, wo wir drinstecken? Was geschieht mit uns? Wohin geht die Reise? Das hat mich total spannend, fand ich total spannend und ich hatte das Glück, dass ich die Freiheit hatte, da einfach reinzugehen in das Thema rein. Und in einer zweiten Phase bin ich dann ins Spiel reingegangen und habe geforscht, was ist denn ein Spiel und wie sieht spielerisches Lernen aus, wie sieht spielerisches Arbeiten aus. Damit habe ich mich dann selbstständig gemacht mit Spiel dein Leben. Mittlerweile ist Spiel dein Leben ein gemeinnütziger Verein. Und wir werden jetzt diesen Hintergrund nutzen, um jetzt das zu analysieren, was Jan gesagt hat. Was ist denn bei Jan passiert? Er hat nach der Schule sich für eine Karriere im Hotel entschieden, aber das war gar nicht er. Das war irgendwie einfach so relativ zufällig ist er da gelandet, vielleicht ein bisschen getrieben von Vorstellung, dass er dann wichtig ist, ein wichtiger Mensch. Aber es hatte gar nichts mit ihm zu tun. Weshalb, ihr hattet denn das gemacht? Weshalb schlägt er den Weg ein, der eigentlich gar nicht zu ihm passt? Und das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Es gibt vier mögliche Gründe, weshalb wir tun, was wir tun. Ein Grund ist, wir tun etwas, weil wir belohnt werden oder weil wir vermeiden wollen, bestraft zu werden. Das wär dasselbe. Also wir arbeiten zum Beispiel vor allem einige Menschen fürs Geld. Das könnte so eine Motivationsart sein, den eben viele Menschen nachgehen. Die zweite Motivationsart oder der zweite Grund, weshalb wir tun, was wir tun, ist der Status. Wir möchten gerne in der Welt, in dem Umfeld, wo wir zu Hause sind, etwas bedeutungsvoller sein, wichtiger sein. Möchten, dass andere Menschen an uns heranschauen und gucken und sagen, wow, das ist eine wichtige Person. Das könnte eine Motivationsart sein. Die dritte Motivationsart ist der Sinn. Wir tun etwas, weil wir das Gefühl haben, das ist sinnvoll. Das kann vielleicht sinnvoll sein oder wir können es für sinnvoll halten, irgendwie auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Oder
das Fenster zu putzen oder ich weiß es nicht, verschiedene Dinge, die wir tun, weil es vielleicht sich sinnvoll anfühlt. Und die vierte Motivationsart ist die Freude und einfach der innere Drang. Ich tue etwas, weil ich Lust habe, das zu tun. Und das ist nichts anderes als Spielen. Wenn ihr die Definition von Spielen anschaut, ein Spiel ist nichts anderes als eine selbstbestimmte Herausforderung, also eine Herausforderung, die ich aus freien Stücken anpacke, einfach aus Freude am Tun. Also nicht wegen einem Ziel, das ich irgendwie erreichen möchte, auch das außerhalb ist des Spiels. Ich kann natürlich schon ein Ziel haben im Spiel drin, das heißt, dass ich irgendwie vielleicht einen Turm bauen möchte als Kind oder als Erwachsener, was auch immer, und der vielleicht bis zur Decke gehen sollte, das ist natürlich ein Ziel, aber das ist im Spiel drin, das Ziel. Und es geht nicht irgendwie darum, so die klassischen Lernspiele, Mathe zu üben und besser zu werden und dann wieder schön als Spiel verpackt. Das ist eigentlich kein Spiel, gemäß der Definition. Also einfach etwas zu tun, eine Herausforderung anzupacken, aus einem inneren Bedürfnis heraus. Das wäre Spielen. Und ich möchte jetzt reingehen, in was geschieht denn, in welcher Änderung sind wir jetzt, was geschieht denn aktuell in dieser Zeitenwende, Gesellschaftswende, was auch immer. Und ich gucke mal zuerst das an, was früher war, nämlich Leistungsorientierung. Und bei der Leistungsorientierung haben wir links angefangen. Das heißt, wir waren interessiert als Eltern, als Lehrpersonen, dass die Jugendlichen, wenn sie aus der Schule rauskommen, irgendwie verräumt sind. Dass sie irgendwo eine Lehrstelle haben, einen Studiumsplatz haben, sodass sie dann in absehbarer Zeit damit auch Geld verdienen können. Das ist das Erste, das Wichtigste, dass sie irgendwie sich selber unterhalten können. Macht ja auch Sinn. Und dann geht es weiter Richtung Status. Im besten Fall, irgendwann ist es vielleicht langweilig, da kann ich mal gucken, dass ich mal irgendwie zwei, drei Sprossen steigen kann in der Hierarchie. Da kann ich was für den Status tun. Die meisten Menschen bewegen sich oder haben sich im 19. und 20. Jahrhundert auf dieser Ebene bewegt, also diesen beiden Motivationsarten. Dann gibt es noch eine dritte Motivationsart, das sind aber dann schon deutlich wenige, die es bis dahin schaffen, nämlich Sinn zu spüren in dem, was sie tun beruflich. Gemäß David Graeber, einem Ethnologen, sind es ungefähr 50%, die das nicht schaffen. Und dann haben wir noch die Freude, den inneren Drang. Das war eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig. Wer hat denn schon einfach dem inneren Drang gefolgt, beruflich? Das sind ganz, ganz wenige. Ich nenne dann im zweiten Teil, gehen wir auch noch auf konkrete Zahlen ein. Ich habe ein zweites Interview geführt mit jemandem, der das getan hat. Und wer hat das schon immer getan, auch im 19. und 20. Jahrhundert? Das sind die Künstlerinnen und Künstler. Die haben einfach ein Bedürfnis gehabt, irgendwas, was ihnen aus ihnen heraus wollte. Und die haben primär auf das gesetzt. Und das dann mit dem Geld, irgendwie klappt das denn schon, irgendwie komme ich denn schon durch. Aber ich will vor allem das, oder die Künstler, die wollen vor allem das manifestieren und das auf die Welt bringen, was eben in ihnen veranlagt ist. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen eines Interviews, das ich auch vor ein paar Jahren geführt habe, mit Marco Eble. Er ist Künstler, Kunstschaffender und er sagt, er gibt in diesem kurzen Ausschnitt ein paar Dinge von sich, wie er funktioniert, was er fühlt. Bitte wieder unmuten, das heißt das Mikrofon-Symbol unten einschalten. Da draufklicken einmal. Und ich starte das Video. Und vielleicht jetzt nochmal dieser Aspekt der Ferien, der für mich wie nicht inexistent ist. Ich habe, glaube ich, in meinem Kunstschaffen, es reibt mich nichts mehr innerlich auf wie mein eigenes Arbeiten. Gleichzeitig finde ich aber in dieser Tätigkeit die größtmögliche Kontemplation und die größtmögliche Ruhe in mir und Zufriedenheit. Manchmal wie ein innerer Kampf, ein intellektueller Kampf, aber auch wieder ein Kampf fürs Manifestieren teilweise, weil mich dieses Spiel mit Materialien und diese Grenzsuche
in Materialien teilweise an meine Reibungsgrenzen führen, die aber dann im Ausführen, in jedem Neuversuch der Ausführung wieder zu sehr ruhigen und entspannten Momenten führen. Und in dem Moment, wo ein Werk dann für mich abgeschlossen ist, eine innere Zufriedenheit einkehrt, die dann mitunter ein paar Tage anhalten kann und dann geht es immer wieder von neuem los. Ja. Also, Margot beschreibt wunderschön, was in ihm vorgeht, dieser innere Drang. Er kann nicht anders, er muss diesem Drang folgen. Und Ferien, wozu Urlaub, wozu denn? Er hat dann auch im weiteren Verlauf dieses Interviews noch gesagt, ja, manchmal geht es schon irgendwo der Partnerin zuliebe mal irgendwo mit in die Ferien, aber viel lieber wäre er eigentlich in der Werkstatt und würde da werkeln und aktiv sein. Also es ist eine ganz andere Vorgehensart, als der Jan gewählt hat, ein ganz anderes Leben, das er geführt hat. Marco hat nicht viel Geld, der kommt relativ knapp durch, relativ schlank durch. Und trotzdem, irgendwie scheint er viel zufriedener zu sein. Und damit kommen wir von der Leistungsorientierung. Ich sage danach kurz noch, was ich unter Leistungsorientierung verstehe. Zur Spielorientierung. Das ist diese zweite Art, die eben der Marco gewählt hat. Der guckt sich einfach rechts an, was möchte denn aus mir gelebt werden? Und wenn er das, was er von innen her, was in ihm veranlagt ist und was er von innen her leben möchte, wenn er das eine Weile lang lebt, dann wird er wahrscheinlich sehr, sehr gut darin. Und vor allem spürt er einen Sinn. Für ihn ist es sinnvoll. Er hat mal erzählt von einer Gießkanne mit zwei Schnäbeln, die er gebaut hat. Denkt man jetzt, ja, was ist da sinnvoll? Aber für ihn hat es Sinn gemacht, weil er hat diesen inneren Trieb gespürt, diese Gießkanne so zu bauen. Den Status erhöht er natürlich auch, weil ja, er macht das, was er gut kann, was seine Veranlagung ist, was seine Stärken ist. Da geht er rein, das macht er, dann wird er mit der Zeit natürlich da sehr, sehr gut. Dann kann sich das rumsprechen und im besten Fall kann er dann auch Geld verdienen. Als Künstlerin und Künstler wird es immer ein bisschen schwierig, aber in ganz vielen anderen Berufen kann man natürlich eben auch damit Geld verdienen. Das ist das andere Modell, das andere Vorgehen, was vielleicht eben erfüllender sein kann. Spielen ist die Natur in Aktion. Marco lebt sich selbst, er lebt seine Natur, wenn er das tut, was aus ihm gelebt werden möchte. Die Natur in Aktion. Mit anderen Worten, spielen ist eigentlich das, was natürlich wäre für uns. Nicht nur Kinder sollten spielen, sondern auch wir Erwachsenen sollten spielen. Das heißt, Herausforderungen anpacken aus einem inneren Antrieb. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir nicht spielen, leben wir nicht unsere Natur. Oder nur beschränkt. Ich möchte das noch ein bisschen ausführen. Wir haben alle eine Veranlagung, etwas Interessen, die in uns veranlagt sind, aber auch Talente, die in uns veranlagt sind. Und wir haben so etwas wie einen inneren Entwicklungsplan. Ein Kind steht schon mit jährig auf und geht, ein anderes vielleicht erst mit 2 oder mit 3 Jahren. Zum Beispiel, ein anderes Kind spricht schon sehr früh, ein bisschen ein anderes später. Ein Kind ist mit 4 bereits interessiert an Zahlen, ein anderes vielleicht mit 10. Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Also wir haben hier das Alter von einem Menschen, 15, 20 Jahre. Hier das, ich nenne das mal Lernen, so vom pädagogischen her oder Entwicklung vom psychologischen her. Das, was eben im Kind irgendwie da heraus will und verbessert werden kann gewissermaßen. Und wie tun wir das? Die Kinder sind hier eigentlich optimal, das wäre die optimale Entwicklung hier in diesem gelben Bereich. Da würden sie ihren Entwicklungsplan leben. Und wie wissen sie aber, was jetzt in ihnen veranlagt ist? Und ich habe es vorhin schon kurz gespoilert. Spielen.
Wir haben alle ein Werkzeug mitbekommen von der Natur, wie wir das, was in uns veranlagt ist, zu dem Zeitpunkt, in dem es reif ist, leben können. Das ist Spielen. Ein Kind, das schon 100 Mal an einem Baum vorbeigelaufen ist und plötzlich ist es reif und denkt, ich könnte auch da nach oben klettern. Vorher hat mir das, kam mir nicht auf die Idee. Plötzlich ist es soweit und er spürt, ich kann das jetzt. Also müssten wir Kinder eigentlich einfach spielen lassen? Dann würden sie irgendwo hier anfangen und sich stetig nach weiter oben entwickeln. Das ist nicht so kontinuierlich, wie ich das geschrieben habe. Es hat natürlich alles mit diesen Entwicklungssprüngen und so weiter. Wir vereinfachen hier relativ stark. Wenn wir jetzt kommen mit dem Lehrplan von außen oder mit Anforderungen, mit Erwartungen von außen, Erwartungen von Eltern, Erwartungen von Lehrpersonen, Erwartungen von Vorgesetzten, dann passiert das. Wir entwickeln uns nicht optimal. Wir können nicht das entwickeln, was eigentlich zu dem Zeitpunkt reif wäre für uns, sondern irgendwie geht das ein bisschen runter. Und dann sind wir plötzlich relativ weit weg von uns selbst. Und das ist das, was passiert. Ich habe mit 8 Klässlern gearbeitet und habe da festgestellt, die meisten haben keine Ahnung, wer sie sind. Die haben keine Ahnung, was sie fasziniert. Die haben keine Ahnung, was sie beruflich machen möchten. Logischerweise, wenn sie auch nicht wissen, was sie fasziniert und wer sie sind. Ziel wäre jetzt eigentlich, dass wir wieder hierher zurückkommen, wieder in unser Spiel zurückfinden. Und das können wir mit 20 genauso gut wie mit 50. Ja, mit 50 ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn wir es mit 50 versuchen. Aber es geht auch. Jetzt ist die Frage, und dann gehe ich dann wirklich auf diese Auswirkungen ein, dieser Unterschied zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert und diesem 21. Jahrhundert. Ich möchte mal kurz die Präsi abschalten. Und mal zeigen, wie wir das schaffen, wir Eltern und einfach wir Erwachsenen, egal als Eltern, Lehrpersonen, was auch immer, wie wir es schaffen, die Kinder vom natürlichen Zustand, die wären eigentlich von den 4 Motivationsarten natürlich ganz rechts beim Spielen. Also beim inneren Drang etwas zu tun, also einen inneren Drang, die wären ganz auf dieser Seite. Wie schaffen wir es denn, die nach links zu holen? Und dass das notwendig ist, ist so, also war so in den 19. und 20. Jahrhundert, war das notwendig, die von rechts nach links zu holen zur Belohnung. Und das ist manchmal so subtil, dass wir es kaum merken. Bei mir hat einer meiner Söhne, ich glaube, der war etwa, ich weiß gar nicht, wie alt das der war, aber als er ganz klein war, hat er diesen Stapelturm in die Finger bekommen und er hat begonnen, hier diese Scheiben da drüber zu stülpen. Da hat er realisiert, da hat es Löcher drin. Und wenn ich da kann ich den Stab da durchschieben. Da hat eine Scheibe nach der anderen genommen und hat die da so drüber gestülpt. Am Schluss hat das vielleicht irgendwie so ausgesehen. Und jetzt, was passiert mit mir als Vater oder was geschah damals? Ich habe den Impuls gespürt, ihn zu korrigieren. Das ist doch völlig falsch. Das sieht doch jedes Kind, dass es völlig falsch ist. Das hat doch so einen Fahrtverlauf und es hat so einen Größenverlauf. Und das müsste man doch eigentlich richtig so machen. Ich glaube, ein paar Scheiben fehlen, aber ich kriege das vielleicht einigermaßen zusammen. Ah, fast vollständig. So, das sieht doch richtig aus. Und in dem Moment, wo ich den Impuls gespürt habe, ihn zu korrigieren, habe ich realisiert, was ich jetzt gerade tue. Nämlich sein Spiel kaputt machen. Er hat einfach Freude gehabt und das entdeckt, dass er da drüber stolpern kann. Und jetzt komme ich als Vater und sage, du machst das falsch. Also alle, ich weiß nicht, wie viele Varianten die es gibt, wie man damit spielen kann, die reduziere ich auf eine einzige richtige Variante. Das ist das richtige Spiel. Und mit diesen Bewertungen, mit diesen Erwartungen, die wir haben, nehmen wir Menschen von rechts, von inneren Drang weg, tun sie nach ganz links zur Belohnung. Ich könnte ihn nämlich nicht belohnen, wenn du das richtig machst, kriegst du noch irgendwas. So, das mache ich jetzt natürlich als Vater nicht, aber ja, das könnte ich tun. Und das geschieht dann zum Beispiel, wenn wir ein bisschen älter sind, kommen dann die Eltern und sagen, wenn du mir die Note mindestens nach Hause bringst, dann kriegst du 5 Euro oder irgend sowas. Und dann geschieht genau das.
Oder du wirst mit einer guten Note belohnt oder mit dem guten Zeugnis belohnt. Das ist alles Belohnung. Das ist jetzt einfach nur ein Modell gewesen oder ein Beispiel gewesen, wie wir es schaffen, die Menschen eigentlich vom natürlichen Zustand wegzubekommen in etwas, was komplett unnatürlich ist. Und das möchte ich jetzt noch veranschaulichen und vertiefen. Wie hat denn diese industrialisierte Gesellschaft ausgesehen, die meisten von uns, ich sehe euch jetzt nicht, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, die meisten von uns wahrscheinlich kennengelernt haben, da sind wir drin groß geworden. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Da bin ich, war ich so 14, 15 Jahre alt und konnte in der Firma meines Vaters einen zweiwöchigen Ferienjob antreten. Das war so eine metallverarbeitende Firma. Und ich bin da reingekommen am ersten Tag. Der Vorarbeiter hat mich in Empfang genommen und mich hinter eine Maschine, ich weiß gar nicht mehr, gestellt oder gesetzt. Und da hat mir gezeigt, was ich tun soll. Nämlich zu meiner Rechten war so ein Pallet mit Blechstreifen drin. Ich musste einen Blechstreifen nehmen, in die Maschine schieben, ein Pedal drücken und dann hat es diesen Blechstreifen abgekantet. Und dann dasselbe nochmals. Dann hat es ein U-Profil gegeben, das zur Seite schieben, nächsten Blechstreifen nehmen, abkanten. So. Und ich fand das richtig, richtig spannend, so was in dem Alter, 14, 15 Jahre alt, so mächtige, große Maschine und ich durfte die bedienen, ganz alleine. Das war spannend. Richtig spannend, vielleicht eine halbe Stunde lang. Und dann hat es mich begonnen zu langweilen. Und ich habe ein Spiel begonnen zu spielen. Nämlich habe ich mir die Challenge gegeben. Das machen ja Kinder vielfach so, wenn es zu langweilig ist. So einfach spazieren mit den Eltern. Das ist sowas für langweilig. Und auf dem Mäuerchen spalancieren, das nebendran ist, das macht dann wieder Spaß. Also wir machen es uns künstlich schwieriger, dass es wieder herausfordernd ist und nicht langweilig ist. Also habe ich mir die Challenge gegeben, wie viele Blechstreifen kann ich denn abkanten innerhalb von einer Viertelstunde? Das hat dann irgendeine Zahl gegeben und dann habe ich versucht, dieses Highscore gewissermaßen zu knacken und zu schlagen beim nächsten Durchgang. Und so ist dann die Zeit ein bisschen vorangegangen. Nur habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ein bisschen viel auf die Uhr schaue, weil ich muss immer schauen, wann ist die Viertelstunde um. Dann habe ich mir eine neue Challenge gegeben, nämlich wie lange schaffe ich es nicht, auf die Uhr zu schauen? Und das ging dann wieder eine Weile ganz gut. Und irgendwann wurde auch dieses Spiel langweilig. Irgendwann war das Palett leer mit dem Blechstreifen. Ich habe den Vorarbeiter gerufen und freudvoll in der Hoffnung, dass ich da wegkomme von diesem Job, dass mir was Angenehmes, was Anspruchsvolles bringt, hat er das nächste Ballett hingekarrt und dann ging es weiter. Und dann war irgendwann 12 Uhr oder ein bisschen vor 12 Uhr und ich habe gesehen, wie die Mitarbeitenden, die nicht einfach nur 2 Wochen da arbeiten, sondern eben mehr oder weniger ihr Leben lang, wie die sich aufgereiht haben vor dem Stempelautomaten. Und wie die kaum war der Zeiger oben, innerhalb von einer Minute oder so war der ganze Betrieb leer. Also man hat da sehen können, wie sehr sich die nach Mittagspause gesehnt haben oder nach Feierabend, nach Wochenende, nach Urlaub, weil das war kein Leben da, das war ein Funktionieren, das war immer dieselben Handbewegungen, das war überhaupt nicht irgendwas, was erfüllend ist. Und das war das Modell der industriellen Gesellschaft. Da wurden Jobs oder Tätigkeiten zerstückelt. Taylorismus zerstückelt und in Einzeltätigkeiten unterteilt und jeder Mitarbeiter musste eine dieser Einzeltätigkeiten machen. Es war ganz viel Routine und zwar ganz vielfach ziemlich langweilig. Natürlich nicht immer. Wenn man im Büro arbeitete, war es ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen weniger langweilig, vielleicht sogar auch erfüllend, das kann durchaus sein. Aber vielfach war es eben schon ziemlich viel Routine und das macht das Arbeiten nicht wahnsinnig attraktiv. Ja, weshalb haben die das getan? Natürlich, die mussten irgendwie Geld verdienen. Und Geld verdienen konnte man eben irgendwo halt, wo man eine Stelle bekommt. Das war so das Modell, diese Lohnarbeit, das Arbeitsmodell des industriellen Zeitalters. Jetzt waren diese Waren normiert. Und das ist auch etwas, was sich durchgezogen hat, diese Normierung. Die Waren waren normiert. Die Menschen, die die Tätigkeit ausgeführt haben, diese Jobs, die waren auch normiert. Konnte man einfach austauschen, den einen weg, den anderen wieder rein.
der hat genau dasselbe tun können, weil an diese Maschine kann man ja nichts anderes tun als abkanten zum Beispiel. Entsprechend brauchte es Berufe, die normiert waren. Da wusste man, wenn man einen Gärtner einstellt, der kennt sich aus in Pflanzen. Zum Beispiel. Und die Ausbildungen, die darunter liegen, die sind natürlich dann auch normiert, damit eben auch diese Berufe normiert werden können. Alles muss normiert sein. Das war das Zeitalter der Normierung. Das heißt aber auch, das, was irgendwie eben, der Jan Brotes hat schön gesagt, das, was irgendwie nicht Platz hat, diese Kreativität zum Beispiel und so weiter, das muss man alles, diese Schalter muss man ausknipsen, dass man in diese Norm reinpasst, dass man im Prinzip von bunt zu grau wird, weil das, was letztlich normiert ist, das ist das, was rauskommt, ist grau. Und jetzt ist die Frage, gehen wir noch eine Ebene tiefer. Was ist denn eigentlich das Paradigma dieser Gesellschaft? Also nach was haben diese Menschen gestrebt? Natürlich, die wollten ja Geld verdienen, das haben wir gesehen, hat auch absolut Sinn gemacht. Und wie haben sie das gemacht? Ja, die konnten Geld verdienen, wenn sie die Leistungsanforderungen, die andere an sie gestellt haben, erfüllen konnten. Also eine Lehrperson zum Beispiel, die sagt, das und das und das solltest du können. Ist ja dann im Lehrplan definiert letztlich. Ja, wenn der Schüler oder die Schülerin diese Leistungsanforderung erfüllen kann, dann sieht es gut aus. Dann hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit diese Schüler oder diese Schülerin, dass er in Ruhe gelassen wird und dass er da Fortschritte erzielt und erfolgreich ist. Dasselbe im Betrieb. Wenn ich in diesem Betrieb arbeite und ich brauche viel länger als die anderen Mitarbeiter und ich mache viel mehr Fehler bei dem, was ich tue, dann werde ich wahrscheinlich relativ schnell entlassen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt als Ferienjobber, aber wenn ich da jetzt fest angestellt wäre, dann würde es wahrscheinlich nicht lang gehen und ich würde ersetzt werden. Also war ich bestrebt, als Arbeitnehmer zu gucken, dass ich die Leistungsanforderungen, die andere an mich gestellt haben, dass ich die erfüllen kann. Also war eigentlich so, der Kompass war eingestellt Richtung Leistung. Welche Leistungserwartungen haben denn andere Menschen an mich, die relevant sind? Und ich war bestrebt, diese Leistungserwartungen zu erfüllen. Der Blick, mein Fokus war komplett auf das Außen. Jetzt, was ändert sich? Wir sehen hier eine Grafik, eine Studie aus den USA. Da wurden sämtliche Berufstätigkeiten, die es da gibt in den USA, in fünf Kategorien eingeteilt. Und dann haben sie geschaut, ab 1960 bis knapp 2010, wie entwickeln sich diese Kategorien? Also in welchen Kategorien, Berufskategorien entstehen denn immer mehr Berufe oder immer mehr Tätigkeit, immer mehr Jobs und wo gibt es immer weniger? Und die erste Kategorie fällt auf, das ist so diese Vierer-Kurve, die geht schon sehr früh nach unten. Das sind so die Tätigkeiten mit starkem, also die einfach auf Handarbeit basieren. Kann man sich vorstellen, da sind wahrscheinlich Maschinen gekommen, die immer mehr gekonnt haben, die Menschen Arbeit abnehmen konnten, vielleicht irgendeinen Deckel aufschrauben auf eine Flasche oder sowas. Da wurde vielleicht eine Maschine entwickelt. Oder die Jobs sind dann irgendwie nach Asien abgeflossen, weil da die Arbeiter billiger waren als in den USA. Interessiert uns jetzt in dem Kontext, muss es uns nicht so interessieren. Spannender in unserem Kontext sind diese beiden Kurven, nämlich die gelbe und die grüne Kurven. Das sind genau die Tätigkeiten, die ich erwähnt habe, Routinetätigkeiten. Die gingen ab 1980, gingen die nach unten. 1980 ungefähr war der Zeitpunkt, wo Computer Einzug gehalten haben in der Privatwirtschaft. Das heißt, da sind irgendwie Algorithmen gekommen und haben gewisse Tätigkeiten von Menschen übernommen. Und was können Algorithmen? Die können Rezepte runterspulen. Das ist das, was Algorithmen können. Also nichts anderes als Routine. Und ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwie einen Ferienjob gäbe für mich. Wahrscheinlich gäbe es dann viel mehr eine Maschine, die irgendwie mit dem Saugnapf dann die Blechstreifen nimmt, in die Maschine schiebt und dann irgendwie durch einen elektrischen Impuls wird das abgekantet. Ich schätze jetzt mal, das wird wahrscheinlich so aussehen. Da braucht es mich nicht mehr. Aber das ist Routine. Das kann ich einem Computer beibringen. Und das ist natürlich ab 1980 mit dem Computer ist das dann immer stärker ausgeprägter, wurde das, dominierte das eigentlich dieses Feld und übernahm die Jobs von den Menschen. Da gibt es zum Glück noch zwei Kurven, die gehen nach oben. Deshalb haben wir noch immer genügend Jobs oder fast genügend Jobs.
Und das sind Tätigkeiten, komplexe Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an Kreativität, Problemlösefähigkeit und Sozialkompetenz. Ganz andere Kompetenzen, die jetzt benötigt werden, als hier für die Routinetätigkeiten. Ja, welche Kompetenz brauche ich denn für Routinetätigkeit? Ich muss irgendwie fleißig sein, schön schnell sein, zuverlässig sein, ich muss Ordnung haben und so weiter. Das sind so die Dinge, Disziplin haben. Das war wichtig. Das da ist Kreativität zum Beispiel, Problemlösefähigkeit. Das sind ganz andere Kompetenzen. Da komme ich nicht hin mit derselben Ausbildung oder mit derselben Grundlage. Jetzt, das ist USA, kann man sagen. Ja, ist USA, interessiert mich nicht so. Die Schweiz, das Wirtschaftsdepartement, das SECO, hat diese Studie für die Schweiz nachgebaut, quasi auch diese Erhebung gemacht. Und die Kurven sind nicht so steil wie vorhin, weil einfach auch nur 20 Jahre da sind statt 40. Das zerrt die natürlich in die Länge, in die Breite. Aber es sind auch, sieht man hier wunderbar, die beiden blauen Kurven gehen nach oben und die gelbe und die grüne, Kurve, ja, die gehen nach unten. Also auch hier Routinetätigkeiten gehen immer mehr zurück, da gibt es immer mehr, weniger davon. Und die anspruchsvollen, komplexen Tätigkeiten, die nehmen zu. Und das sind eigentlich positive Auswirkungen, finde ich, auf dem Arbeitsmarkt. Letztlich ist alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Ich kann einige Beispiele zeigen. Hier am selbstfahrenden Zug, das ist ein Beispiel aus Vancouver. Oder hier diese Lagerroboter, das sind diese orangen Teils hier im Bild ganz rechts, die eigentlich wie eine Bestellung, das kann man sich vorstellen, zum Beispiel bei Amazon oder so, bei einem Verteilzentrum, da wird wieder eine Bestellung aufgegeben und früher musste Mitarbeiter durch diese Lagerhallen schreiten und die gewünschte Ware irgendwie rausziehen aus den Gestellen. Habe ich auch mal gemacht, das wäre ein Job. Und heute bringen diese orangen Teils, bringen diese orangen Roboter, bringen die richtigen Gestelle gleich zum Mitarbeiter, die kann es nur schnell rausnehmen und schon kommt der nächste Roboter. Da hinten sieht man schon die nächsten Roboter, die anstehen und da kann ich dann nur noch das rausnehmen und da habe ich innerhalb von sehr kurzer Zeit wo ist da natürlich eine Bestellung abgefertigt. Dann links das Bild unten, ein Beispiel aus der Autoindustrie, wo natürlich auch ganz viel mit Roboterarmen und mit Algorithmen dahinter funktioniert. Oder oben ein Beispiel, das Sie kennen oder das Sie kennt aus dem Supermarkt. So, es gibt dann so eine Studie, wo 700 Berufe untersucht wurden. Wie viel Automatisierungsbestandteil sind denn da drin oder ist da drin? Je mehr Automatisierungspotenzial drin ist, desto düsterer sieht es um diesen Beruf aus. Das heißt, den Beruf braucht es wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr. Es wäre relativ simpel, einfach nur geguckt, hat andere Aspekte völlig aus der Wurzel, sondern nur geguckt, wie viele Routinebestandteile ist drin. Und zum Beispiel Restaurantköche haben sehr hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit oder Bedarf oder Möglichkeit. Taxifahrer auch, das kann man heute, gibt es selbstfahrende Fahrzeuge und so weiter. Also braucht es vielleicht in ein paar Jahren auch nicht mehr. Und ich habe einfach hier ein paar rausgepickt, so zur Visualisierung. Schauspieler sieht schon besser aus. Und dann hier, das sind die da unten, wo es zum Beispiel Sozialkompetenz braucht, bei den Lehrpersonen, Empathiefähigkeit braucht. Oder Architekten, die kreativ Probleme lösen müssen und so weiter. Da sieht es dann besser aus. Einfach zur Visualisierung. Also da wird, und das wird, wenn Sie das alles durchgerechnet haben, sind Sie auf, ich glaube, 43% oder 48%, irgendwas zwischen 40% und 50% war es gekommen, also 40% bis 50%. Und da hat Deutschland diese Studie für sich auch nachgehört. Genau, Deutschland war es 43% und USA war es, glaube ich, 48% von allen Tätigkeiten die's, oder von allen Berufen, die es wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr gibt. Das ist ein gewaltiger Umbruch. Lässt sich für mich aber trotzdem positiv. Weil das, was wegfällt, das sind vielfach roboterartige Tätigkeiten. Hat mal ein Workshop-Teilnehmer bei mir, hat mal gesagt, roboterartige Tätigkeiten werden von Robotern übernommen und wir Menschen können wie ein Mensch sein. Das hat was. Weil eigentlich tagelang dieselbe Handbewegung machen in der Fabrik, ist ja nicht wirklich eine menschliche Tätigkeit. Da werden wir selbst zum Roboter. Also braucht es Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, wie Kreativität und Sozialkompetenz. Das sind die Kompetenzen, die wichtig sind. Das sind Kompetenzen, die nicht automatisierbar sind. Also das Computer kann die nicht übernehmen.
Oder schlecht übernehmen, kann auch immer mehr. Aber empathiefähig zum Beispiel ist er noch nicht so weit, ich weiß. Kreativ wird er langsam, aber auch nur unter Anleitung. Von daher braucht es da noch den Menschen dazu. Und ja, letztlich müssen wir uns neben dem Computer positionieren, sonst haben wir keine Chance. Weil das, was wirtschaftlich lohnenswert ist, zu automatisieren, das wird automatisiert werden, das wird so sein, dann haben wir den Job nicht mehr. Von daher sind wir gezwungen, uns daneben irgendwo zu positionieren, in diesem Bereich hier, den ich hier skizziert habe. Jetzt ist die große Frage, wie können wir diese Kompetenzen trainieren? Und wenn ihr einen Spielforscher fragt, sagt ihr natürlich, ja klar, durch Spielen. Durch Spielen machen wir genau das. Da packen wir Herausforderungen an. Wir sind kreativ, lösen diese Probleme, diese Herausforderungen, lösen wir kreativ. Und sobald wir mit anderen zusammenspielen, da müssen wir Kompromisse machen. Da müssen wir ein gemeinsames Spiel finden, das allen Beteiligten gefällt. Weil sonst kracht das Spiel zusammen. Wenn sich beim Fußball eine Mannschaft, da tun sich alle Guten zusammen und in der anderen Mannschaft werden alle Schlechten reingesteckt, das kracht zusammen, weil die Schlechten einfach nicht mitspielen. Das ist nicht lustig. Ist auch für die Guten nicht lustig auf die Dauer. Da gibt es noch eine andere Entwicklung. Ich mache das wirklich jetzt relativ kurz. Es gibt noch ganz andere Begründungen. Eine nehme ich noch mit. Nämlich, es gibt in der Wirtschaftswelt ein Akronym, das heißt VUCA. VUCA steht für, ihr seht die Begriffe links, die englischsprachigen Begriffe, Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Also wir leben in einer Welt, in der eigentlich nichts mehr wirklich planbar ist. Man kann nicht als Unternehmen gehen und einen 10-Jahres-Plan machen oder man kann auch nicht, also es wird immer schwieriger zumindest als irgendwo als Mitarbeiter die Lehre zu machen, ja, bei einem Unternehmen und dann beim selben Unternehmen dann pensioniert zu werden. Das wird immer schwieriger. Es braucht Bewegung, es braucht Dynamik. Das beste Beispiel für mich ist Nokia. Die waren Marktführer auf dem Handymarkt. Dann haben sie die Smartphone-Entwicklung, also das internetfähige Gerät, haben sie verschlafen. Und die waren vom Marktführer, waren die weg innerhalb von irgendwie 2 Jahren. Komplett weg. Wie kann man diese Unbeständigkeit, dieser Umgang mit dem Ungewissen, wie kann man den trainieren? Ja, beim Spielen. Beim Spielen. Ein Spiel ist immer ein Bestandteil, ist, weiß man nicht, was rauskommt. Sonst wäre es ja nicht keine Herausforderung. Wenn man beim Fußballspiel wüsste, wie es ausgeht, kann man gerade vergessen zu spielen. Das macht jedes Fußballspiel kaputt. Ist nicht mehr spannend. Also, es braucht auch da, aus meiner Sicht, wäre Spielen die beste Variante, um junge Menschen auf das Leben vorzubereiten, das sie erwartet. Das heißt, es geht nicht mehr darum, zu gucken, was für Leistungsanforderungen haben denn andere an mich, meine Antennen gegen außen zu richten, sondern was möchte denn aus mir gelebt werden? Das ist ein Polsprung, das ist eine gewaltige Veränderung in unserer Gesellschaft. Dieser Kompass hier, diese Nadel, orientiert sich plötzlich nicht mehr nach Norden, sondern irgendwo anders hin, nämlich zum Spiel. Also es geht nicht mehr um Leistungsanforderungen von außen, sondern was möchte aus mir geboren werden? Das ist das Paradigma der neuen Gesellschaft aus meiner Perspektive. Und das ändert natürlich auch das, was dahinter ist, diese Normen. Es geht nicht mehr darum, in eine Norm reingepresst zu werden, sich anpassen zu müssen, sondern es geht darum, dass wir unsere Buntheit leben können. Die Waren, die wir haben, die gibt es immer noch. Aber es gibt vor allem eben auch Dienstleistungen. Die werden langsam immer wichtiger. Ja, und Jobs kann man nicht einfach nur vorgefertigte Jobs nehmen, sondern wir können unseren eigenen Job um unsere Buntheit, um unsere Einzigartigkeit herum designen. Das gibt dann vielleicht ganz, ganz individuelle Berufe. Und es geht auch nicht mehr darum, jetzt irgendwie mal 10 Jahre lang zu lernen in der Schule. Dann hat man ausgelernt oder vielleicht dann noch Lehre und so weiter, sondern es geht darum, ein Leben lang uns weiterzuentwickeln, weil mit jeder Herausforderung, die wir anpacken, lernen wir dazu. Herausforderungen sind etwas schwieriger als das, was wir sicher können. Da ist das Lernpotenzial ist automatisch da. Wir lernen automatisch dazu. So,
Wie ist mit dem Jan Brodes weitergegangen? Der lag ja auf dem Boden. Wir haben ihn einfach mal unsanft liegen lassen. Er hatte Angst. Oder ein Stück von ihm hatte Angst, dass er einen Herzinfarkt hatte. Es war aber kein Herzinfarkt, sondern es war Burnout. Und er hat selber gesagt, Burnout ist für ihn etwas, was nicht unbedingt nur mit Stress verbunden ist, also Stress im Sinne von zeitlichem Stress, sondern eben auch mit innerem Stress im Sinne von, ich lebe eigentlich was, was ich gar nicht leben möchte. Mittlerweile begleitet Jan genau Menschen in dieser Situation. Er begleitet Menschen im Burnout, in Burnout-ähnlichen Situationen oder im besten Fall eben bevor sie richtig ins Burnout reinrutschen. Hat ein komplett neues Leben aufgebaut. Also, wir haben diese vier Gründe gesehen, vier mögliche Gründe, weshalb wir tun, was wir tun. Und spannend ist, wir können die reduzieren auf zwei. Nämlich auf Angst und auf Liebe. Alles, was wir aus Belohnung, Status und Sinn tun. Sinn ist, müsste ich mir jetzt präzisieren, ist zweigeteilt. Aber wenn wir jetzt von diesem Sinn ausgehen, ich finde es vom Verstand her sinnvoll, das zu tun, dann ist da Angst dahinter. Es ist immer Angst dahinter. Bei der Belohnung Angst, irgendwie unter der Brücke zu landen. Beim Status Angst, dass wir irgendwie nicht geliebt werden, nicht gemocht werden, nicht akzeptiert werden, so wie wir sind, müssen wir noch mehr tun, müssen noch bekannter werden, müssen noch größer und so weiter werden. Sinn ist vielleicht dann die Angst, je nachdem, beim Fenster zum Beispiel, ja, was denken denn die Nachbarn? Oder wenn ich nicht auf die Straße demonstrieren gehe, dann geht die Welt vor die Hunde oder irgendwas anderes ganz Böses passiert. Je nachdem, halt, wogegen oder wofür ich protestiere. Die einzige Motivationsart, wo wir der Liebe folgen, nämlich der Liebe aus dem, was aus uns geboren werden möchte, das ist dieser innere Drang, das ist Spielen. Beim Spielen folgen wir der Liebe, bei den anderen drei Motivationsarten folgen wir der Angst. Welches Leben fühlt sich besser an? Das Beispiel von Jan, ich sage mal Jan 1.0, der hatte sein Leben dann umgekrempelt, zu Marco. Natürlich hat auch der Marco Ängste. Natürlich spürt er die auch. Natürlich ist bei ihm auch nicht alles einfach nur Sonnenschein, sondern er hat auch ganz viele Probleme und Sorgen und Kummer. Aber er liebt, er lebt, was aus ihm geboren werden möchte. Und das ist aus meiner Sicht der Mensch der Zukunft. Es gibt keinen Grund mehr, junge Menschen hier von ganz rechts nach ganz links abzuschleppen. Wir können sie einfach da sein lassen. Und wenn wir jetzt von Jugendlichen bei der Berufswahl sprechen, dann können wir sie da, ist ein guter Zeitpunkt, sie da abzuholen und da wieder zurückzubringen von der Angst wieder in die Liebe. Dazu müssen sie sich aber selber kennenlernen, müssen sie wieder mit sich selber Kontakt aufnehmen, nicht in der Angst sein, nicht im Verstand sein, sondern Zugang bekommen zu sich selbst. Und wie sie das tun können, das gucken wir uns dann im nächsten Mal an. Da geht es um den Herzensweg. Welche neue Berufswege Jugendlichen, die ihr authentisches Ich leben möchten, zur Verfügung steht. Diesen Weg hat es schon immer gegeben, aber der war ein Nischenweg, ein ganz, ganz kleiner Weg. Heute kann der viel größer sein, dieser Weg, und wir können ihn auch ganz bewusst eben fördern. So, ich gucke jetzt rein in den Chat, ob da was ist. Da geht es nur um Ton, wenn ich das richtig sehe. Habt ihr Fragen? Bei den Fragen sehe ich nichts. Ich habe noch ein paar Nachrichten bekommen, dass der Ton nicht verständlich ist. Das tut mir sehr, sehr leid. Weiß ich nicht, an was das liegt. Offenbar grundsätzlich funktioniert es. Die meisten haben gesagt, dass sie es verstanden haben. Gut. Also, ich schalte mal die Präsentation ab, damit ich euch wieder sehe. Das ist viel sympathischer. Und ihr habt Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ihr könnt euch entweder melden, indem ihr die Hand aufhebt, oder ihr könnt in den Chat reinschreiben. Ich kann euch auch sehr gerne dann allenfalls bei Bedarf, wenn ihr möchtet,
das Mikrofon einschalten. Maria fragt, was hat dich bewegt, dem Herzen zu folgen? Meine Geschichte erzähle ich am dritten Teil, da gehe ich ausführlich auf meine Geschichte ein. Wenn ich jetzt das ganz kurz sagen möchte, würde ich sagen, ich habe es immer getan, ein Stück weit. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich haben Ethnologie studieren lassen. Ich habe mich während der ganzen Schulzeit für Indianer interessiert. Aus irgendwelchen Gründen. Also für fremde Völker, für Indianer, und habe dann entschlossen, Ethnologie zu studieren. Das ist ziemlich das Brotloseste, was es gibt. Kann man eigentlich nicht arbeiten. Trotzdem war es für mich enorm wichtig, dieses Studium, weil es hat genau das, hat mich genau dahin geführt, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich war schon ein Stück weit immer da. Ich habe dann aber einmal, und das erzähle ich dann beim dritten Mal, war ich in einer Situation, wo ich entscheiden musste, will ich jetzt dem Arbeitgeber gegenüber loyal bleiben oder will ich mir selbst gegenüber loyal sein? Dann habe ich mich für mich entschieden und ich bin heute noch überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich ähnlich gelandet wie der Jan. Das heißt, ich habe irgendwie den Zugang zu mir selber nie verloren. Das gibt Menschen, die das nicht tun. Es gibt solche Leute, es ist einfach so, dass alle, wenn sie dann in der 8. Klasse sind, keinen Zugang mehr zu sich haben. Sondern es gibt Menschen, die haben Glück und die haben den noch. Aber natürlich auch da bei mir, ein Teil von mir war auch verborgen, ein Teil von mir konnte ich mittlerweile wiederentdecken und ein Teil ist wahrscheinlich noch immer verborgen. Miriam, keine Frage, ein Feedback, vielen herzlichen Dank, du sprichst mir aus dem Herzen, sehr wertvolle Inhalte, ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank, Miriam, für die Rückmeldung. Marcella bestätigt das, vielen Dank. Christine auch, Simon auch, wunderbar. Wir rutschen in eine komplett neue Zeit rein. Und wir von Spiel daneben möchten sehr gerne mithelfen, diese neue Zeit mitzugestalten. Ton und Bild stockt. Ich hoffe, ihr könnt dann in aller Ruhe die Aufzeichnung angucken. Das sollte es hoffentlich nicht stocken. Aber das ist so ein Ding mit dieser Technik. Habt ihr noch Fragen? 3 Minuten hätten wir noch und wir können auch überziehen. Gibt es jemanden, der völlig nicht in Resonanz geht und sagt, ich kann mit dem gar nichts anfangen, weil das sind dann die guten, die spannenden Begründungen, da können wir diskutieren. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich mit meiner Analyse recht habe. Begleitet ihr euer Kind, die komplett ohne Schule aufwachsen dürfen, beziehungsweise wie stehst du dazu? Ja, unsere Kinder wachsen zu Hause auf, lernen zu Hause, indem sie spielen, soweit das die Behörden zulassen. Das sind natürlich auch bei uns in der Schweiz auch dem Lehrplan unterstellt oder auf den quasi müssen wir uns abstützen. Aber wir haben halt im Homeschooling viel mehr Freiheiten oder die Kinder haben viel mehr Freiheiten. Und das ist aber auch nur die halbe Miete. Es gibt dann auch die Erwartungen von den Eltern und die wissen wir meistens gar nicht und heute tun wir schon vieles ganz anders als beim Ältesten damals, also bei den jüngeren Kindern jetzt, ist auch ein ständiger Lernprozess und ja, ist alles nicht optimal, ist mir völlig bewusst, aber wir geben uns Mühe. Darf ich die Aufzeichnung weitersenden? Miriam, sehr gerne, ja. Ich habe ein Bild bekommen, was für dich freies Spielen bedeutet. Das, was ich sehe bei Jugendlichen, wenn sie spielen, dient aus meiner Sicht der Normierung und Unreife als Erwachsenen. Wie siehst du das? Also wenn Jugendliche spielen, also das Gamen. Gamen ist ein Riesenthema. Ich bin da gespalten. Ich habe das Gefühl, es kann durchaus Games geben und ich war auch in dieser Game-Welt. Ich habe die auch mit untersucht. Ein Stück weit. Und ich habe Freunde, die da relativ tief drin sind und mir Einblick gewährt haben in diese Welt. Ich bin überzeugt, dass es ganz viele junge Menschen gibt, Jugendliche gibt, die beim Spielen das ausleben können, was aus ihnen geboren werden möchte. Ich bin aber auch überzeugt, es gibt ganz viele Jugendliche,
die gamen, um sich abzulenken, und die verfallen dann auch in Algorithmus. Diese Spiele, die es heute gibt, nicht alle, es gibt ganz unterschiedliche Games, aber da gibt es eben diese Games, nicht nur Games, sondern auch Social Media und so weiter, die wollen uns bei der Stange halten. Die sind so programmiert, der Algorithmus dahinter ist so programmiert, dass es darum geht, Menschen ja, immer wieder reinzuholen und möglichst lange da bei der Stange zu halten. Das heißt, die tun dann plötzlich Dinge, wie scrollen, also geht uns Erwachsenen ja auch so, wir scrollen dann irgendwie durch den Film durch bei Facebook oder so, aber eigentlich möchten wir das anders tun und schon merken wir, das ist wieder eine halbe Stunde vorbei oder eine Stunde vorbei oder sowas. Und das ist bei Games natürlich extrem auch so. Also diese Gefahr ist da. Trotzdem gibt es junge Menschen, wo ich nicht Bedenken habe, wo ich weiß, die würde ich spielen lassen, weil die können das ausleben, was sie vielleicht sonst nicht ausleben können. Oder was einfach perfekt zu ihnen passt. Da geht es um Strategien, da geht es um Taktik und so weiter. Da geht es um ganz viel Zusammenarbeit. Heutzutage sind viele Games, da geht es um Zusammenarbeit und Kollaboration. Es sind ganz viele wichtige Erfahrungen, die man machen kann, aber mit der großen Gefahr, dass man eben als Jugendlicher da in eine Welt reingezogen wird und es eine Ablenkung ist, weil sie selbst schon von sich entfernt worden sind. Auch da, es ist für mich, es ist ein Riesengrund für mich, weshalb die Jugendlichen bei sich sein sollten. Wenn sie bei sich sind, ist die Gefahr viel kleiner, dass sie dann auf diese Ablenkungsgeschichten reinfallen, als wenn sie eben den Zugang zu sich sowieso verloren haben. So, ich sehe da noch einige Beiträge im Chat. Günther schreibt, ich hatte das Glück, dass ich mein ganzes Leben lebe, wie du es beschreibst. Ich habe mein Leben Freude, Spaß und auch in Aktion gewesen, immer mein Leben mit Tieren. Herzlichen Glückwunsch, Günther. Hast du ganz viel Glück gehabt. Sorry nochmal, Ton war dann einwandfrei, Bail auch. Danke für den tollen Gedanken. Spannend finde ich es auch, wie man selbst wieder da drauf kommt. Ich suche seit Jahren, was mir eigentlich Freude macht, womit ich dann meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Gibt es Methoden, wo man damit zumindest eine gewisse Chance hat, was rauszubekommen? Auch da, ich bin vorsichtig. Wir haben eine Methode, die werde ich dann wahrscheinlich auch noch vorstellen im dritten Teil, wo wir genau da was beitragen können. Aber ich bin auch überzeugt, meistens zeigt sich dann, wenn es reif ist. Wir können es vielleicht beeinflussen oder wir könnten vielleicht wie ein Werkzeug sein, wenn es reif ist, dann sind wir ein gutes, haben wir gute Werkzeuge, um eben das rauszukitzeln, was da gelebt werden möchte. Manchmal braucht es einfach noch gewisse andere Erfahrungen. Wolfgang, ich habe in der Industrie gearbeitet, bin mir jetzt gesprungen, aber immer gespielt, also das Beste daraus gemacht. Ich meine, das ist ja eigentlich genial, wenn man diese Fähigkeit hat, Wolfgang, dass man diese spielerische Haltung halten kann, egal wie interessant das Arbeitsleben eigentlich ist. Aber auch das ist eine hohe Kunst. Und wenn du das geschafft hast, Hut ab, ist nicht ganz ohne. Günther schreibt, Spiel und Leben hat mir das bewusst gemacht, dass ich spiele und mich nie verbogen habe. Authentisch, danke, dass du das untersuchst hast und dass man jetzt weitergeben kann. Ich freue mich auf den nächsten Termin. Vielen Dank, Günther. Ich glaube, das ist gerade ein guter Punkt, um hier Schluss zu machen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, in der heutigen hektischen Zeit eine Stunde von euch zu bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr bekommt dann noch eine Mail natürlich dann wieder mit der Einladung zum zweiten Webinar. Und ich freue mich dann, euch da wieder zu sehen und zu hören und zu lesen im Chat. Ganz herzlichen Dank euch allen.